Ja, meine Lieben, wieder ein kleines Video, um seine Imagination, seine Intelligenz, seine Verfassung zu verbessern. Und heute geht es um etwas, was eigentlich etwas ist, was viele kreative Menschen automatisch machen. Wir wissen das oft nicht, was Redner machen. Sie stellen sich imaginär vor, wie sie vor Menschen reden und wie sie diese Menschen erreichen, wie sie in eine Höchstform gehen, was Sportler machen. Ich habe ein paar Mal Sportler gecoacht, die praktisch, was die Leistung, das Training betrifft, an einem Ende waren, aber noch eine Verbesserung brauchten, um ein Ziel zu erreichen oder eine Medaille zu gewinnen. Und dann geht das durch mentale Vorstellung, wie man diese Verbesserung erreicht, wie man diese Verbesserung umsetzt. Und ganz interessant auch, ich hatte einen Sternekoch mal gecoacht und da war es dann so, dass der Rezepte entwickelt hat, indem er sich zu einer bestimmten Zeit des Tages vorgestellt hat, wie sich das anfühlt, wenn er die Substanz des Teiges, der Zutaten, wie er die zubereitet, in welcher Reihenfolge. Eigentlich war das Gericht mental sozusagen fertig. Er hat es dann nur noch in die Realität gebracht und umgesetzt. Und diese Dinge kann man zu vielen Dingen nutzen, selbst wenn Sie jetzt keine Spitzenleistung bringen wollen, wenn Sie nicht eine Verbesserung erreichen wollen, wenn Sie nicht Ihr nächstes Menü mental vorkochen für Gäste, um es dann in die Realität zu bringen. Es trainiert einfach die Sinnlichkeit, es trainiert die Intelligenz, es trainiert die Imaginationsgabe und Sie stellen sich einfach so vor, Sie beschaffen sich die Zutaten, vielleicht gehen Sie sogar mental einkaufen und dann fangen Sie an, den Teig zu kneten, Sie schälen die Äpfel, Sie entkernen, meine Mutter hatte da so eine Maschine, wo man die Kirsche reinlegte und dann konnte man den Kern rausdrücken oder Sie mehr malen die Nüsse oder die Mandeln, was immer sie für einen Kuchen und für einen Teig zubereiten. Sie öffnen die Eier und sie machen den Ofen an, sie spüren die Wärme vielleicht auch und sie schieben dann den fertigen Kuchen in den Ofen hinein. Und das ging jetzt ein bisschen schnell, so schnell geht ein Kuchen nicht. Lassen Sie sich ein paar Minuten mehr Zeit. Es muss nicht endlos sein, man kann mental Vorgänge abkürzen. Aber Sie werden feststellen, wie das Ihre Konzentrationsgabe, Ihre Kreativität anregt und fördert. Und ich wünsche Ihnen bei dieser kleinen Übung einfach sozusagen viel Spaß und guten Appetit danach, wenn Sie doch das eine oder andere Gericht umsetzen. Auf Wiedersehen.